Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. Wir befinden uns jetzt an einem anderen Ort, an dem wir aufgehört haben. Ich bin nämlich hier zum Fischen gegangen und ich sehe, hier ist eine Kiste, die hole ich mir noch eben. Ich habe hier ein bisschen gefischt und wir werden jetzt hier gleich den Reichtum holen und dann hier runtergehen und den vom Orden töten. Wer war das nochmal? Das Pergament, ne? Das Pergament, das schnappen wir uns. Ja, genau, das Pergament. Dann würde ich aber sagen, holen wir uns eben kurz diese Kiste, die da ist. Weil ich mir da keine Gedanken mehr drum machen. Tut mir leid. Muss immer jagen. Jagen, ist immer gut. Oh. Ein Tierherz. Oh je. Hier müssen wir hin. Einmal runter. War aber ein tiefer Sturz. Hier ist nichts. Oh, er ist auch gefallen. Och nein. Oh nein. Wo ist denn der Schlüssel? Oh. Ach, der dicke Mann ist da hinten. Hallo, Sir. Badaboom. Und er hat ein altes Kissen bei sich, das ist auch schön. Ist hier irgendwas noch in dieser wunderschönen Hütte drin, wenn wir schon mal hier sind? Schön. Opal. Noch was zum Looten. Was zu essen brauchen wir jetzt nicht. Nee. Und dann... Was ist denn hier? Achso, auch was zu essen. Nee, eben nicht. Da ist Titan drin, was macht das denn da drin? Einmal runterfallen. So. Truhe plündern. Danke. So, dann können wir jetzt Richtung, was ist das? Globekester. Ein Globekester ist das, ne? Ach, Quatsch. Reiten wir mal rein. Pferd. Ah, da ist er. Bisschen viel los unterwegs wahrscheinlich. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt ohne Umschweife dahin kommen. Ach ja, den Reichtum wollten wir ja noch, genau. Okay, hier sind bestimmt Feinde. Sie fest von rausgehen. Ja, siehst du mal, wusste ich doch. Da sind sie. Weil die werden wir jetzt mal schön. Kriegen schön einen weg. Oh. Ist den Dicken irgendwie beeinträchtigt? Da brennt jetzt alles. Korrekt. Einer brennt, das ist gut. Was er da macht, weiß ich nicht. Ach, er sieht mich? Ach ja, klar. Natürlich. Wie hat er das denn gemacht, bitte? Ja, du bist tot. Das ist dein Problem. Je schneller, du bist tot. Wo rennen die jetzt hin? Freunde? Wo wollt ihr hin? So.
Da hinten ist noch einer. Jetzt nicht mehr. Oder ist der Todeseber? Jetzt nicht mehr. Ist irgendjemand? Was macht er denn dahinter? Hat er sich da verbarrikadiert oder was? Ja, erstmal den Schlüssel hier mit. Keine Ahnung, wofür ich den gebrauchen kann, aber. Hier irgendwas? Oh ja, tatsächlich, da ist was. Wer ist das da? Brief von Eva. Mutter Modron sagte, ich sei der Rolle einer Wächterin immer noch nicht gewachsen. Sie erkennt einfach meine wahre Stärke nicht. Wie dem auch sei, ich brauche keine Anerkennung, um für die Sache zu kämpfen. Ja. Der hat auch nichts gebracht. Wer? Da. Der Waffenknecht. Ich bin noch nicht fertig. Wer bist du denn? Okay. Ach, eigentlich solltest du ausweichen. So. Wo auch immer er jetzt herkam, ne? Hinten kommen auch wieder welche. Wir sind hier aber eigentlich durch. Müssen weiter. Immer weiter. Pferd. So. Was denn jetzt schon wieder? Ach Junge, lass gut sein. Du darfst noch einmal leben. Guck mal, hier ist das noch auf unserem Weg. 300 Meter, ja, das ist hier schön auf dem Weg. Das können wir noch mitnehmen. Das ist ein Lager. Ich will eigentlich nur das Artefakt haben. Schöne Hechtrolle. Jawohl, da ist die Maske, die holen wir uns eben. Wenn wir schon mal hier sind. Oh. Oh oh. Wow. Aber Luchse können wir auch immer gebrauchen. So. Hier noch irgendwas? Was ist das denn hier? Ein Brief. Seite von Brans Tagebuch. Dafydd ist zufrieden mit dem Leben eines Hirten, doch ich habe meinen Blick auf Höheres gerichtet. Was anderes ist ein Lord als ein Mann mit mehr Gold, mehr Land und mehr zu verlieren. Die Legenden erzählen von Reichtümern in der Nähe von Glovikester, von Gegenständen, die so kostbar sind wie ein ganzes Stück Land. Ich werde diese Dinge beschaffen. Feenschätze von Belas Knapp, der Silvanusring und wer weiß, was noch alles. Dann werden wir echte Lords sein. Bran. Daneben liegt eine Hand. Ein Arm. Hat ja gut geklappt anscheinend. Was er da so vorhatte. Aber, naja. Da ist noch was. Ist nur das? Die Feinde? Tatsächlich nicht. Nein, anders, Eivor. Achso, da komme ich jetzt nicht durch, oder was? Aha.
So geht's auch. Überraschung. Ich bin da. So. Wunderbar, die haben wir auch. Gehen wir durch die Vordertür raus. Oh. Bin ich hier richtig? Ja, anscheinend bin ich hier richtig. Es tut mir leid, dass ich sie hier töten muss, aber es ist nun mal so. Shit happens. Hallo? Nachricht zur Kirche. Betan. Wie viele Steine können wir noch aus dem Elfwald-Steinbruch herbringen? Ich dachte, wir kämen viel schneller voran, doch das Gemäuer ist bis in die Grundmauern verfault. Die Kirchenväter mögen recht haben, wenn sie vermuten, dass dieses Gotteshaus verflucht ist. Wenn wir nicht noch mehr Steine heranschaffen können, werden wir wahrscheinlich einfach anfangen, die Ruinen im Wald abzutragen. D. Okay. Oh. Da oben ist was. Da ist auch was. Das kann ich doch nicht runterjagen. Dann töte ich die da alle. Das geht nicht. Warte mal. Kommst du weiter nach oben? Nicht, ne? Hm. Aber hier kommen wir drauf, oder? Nee, auch nicht. Hä? Wie soll ich denn dann auf diese Kiste da kommen? Ich kann bestimmt... Warte mal, ich kann bestimmt darüber springen, wenn das Ding nicht da ist. Aber das wäre... Nee, kann ich auch so nicht. Aha. Nein, das solltest du nicht machen. Da kommen wir. Wenn wir hier sind und du dich fallen lässt. Nee, das bringt nichts. Okay. Okay, jetzt sind wir hier dran. Ja, da gehen wir hier lang. Jetzt müssten wir eigentlich nach hinten springen können, oder? Oder wir müssen da hinten lang. Ah, warte, das könnte gehen. Warte, warte, warte. So, ja gut, gehen wir da hoch. Okay, kommst du darüber? Gut. Ja, jetzt müssen wir das tatsächlich hier wegpfeffern. Tut mir leid. Es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Freunde, es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, ich habe keinen getötet da unten. Glaub nicht. Ja, komm. Fall mal runter. Ist hier jemand reingekommen jetzt? Oh. Zeig mir nicht, was ich eingesammelt habe. Warum nicht? Das ist bestimmt was Wichtiges. Was habe ich da eingesammelt? Hier, siehst du, ich war ein bisschen angeln. Ein Kissen. Habe ich eine neue Notiz für den Orden gekriegt?
war das denn jetzt? Untersuche das Fest in der Nähe. Nee. Sehr merkwürdig. Auf jeden Fall irgendwas Wichtiges, glaube ich. Naja, egal. Hallo. Na, der Gottesfürchtige. Condemnabitur inconvenientes calciamenta sunt. Oh, das ist ein Schatz, aber das machen wir jetzt nicht. Ich will jetzt das Pergament mir erst schnappen. Wir müssen hier aufpassen, dass hier keine Soldaten hier lang marschieren oder lang reiten. Würfeln müssen wir ja auch noch anscheinend. Da hinten ist das Pergament. Gegner sind hier keine. Nee. Oh, doch, Gegner sind da wohl doch. Ich hole mir eben die Kiste. Natürlich ist sie abgeschlossen. Natürlich. Warum auch nicht? Haha, okay. Bam, da war er, der Wischer. War jetzt auch nicht gerade schwer. Wenn ein böser Mann dir Kekse bringt, gibst du sie deinen Kindern. Ich würde jedenfalls kein Essen verschwenden. Ich würde meine Kinder hungern lassen. Was eine Schlange gibt, bringt nichts als Unheil. Süßes aus böser Hand bleibt süß. Und mag es in jenen Händen auch schnell zerrinnen. Interessantes Gespräch. So. Oh, die Zwinge ist aufgedeckt. Genau, das war das ja. Warte, lesen wir gleich. Ja, eben einmal das Pergament hier lesen. Pfarrer Earnbird, das Pergament. Earnbird ist ein akribischer Mann, sorgfältig bei allem, was er tut und rigoros in seiner Arbeit. Als ausgebildeter Schreiber kam er in den Besitz einiger bemerkenswerter Dokumente, die darauf hindeuteten, dass unter seinen Landsleuten ein Geheimorden existiert. Haben wir das nicht schon gelesen? Er suchte ihn und wurde bald selbst in den Orden aufgenommen. Seine Präzision kam ihm zugute, er stieg bald in den Rang eines Pfarrer auf. Und er hält die schwierigsten Aufträge, die er gewissenhaft ausführt. Das haben wir schon gelesen. So, wir haben die Leier nicht. Hier die Zwinge. Er befindet sich beim Wasserfall im Dorf Pikeringa in Jofavikir. Magister Diorbi, die Zwinge. Diorbi kam spät zum Orden, nachdem er sich bereits den Posten eines Greven in seiner Geburtsstadt gesichert hatte. Das Gesetz durchzusetzen bereitete ihm Freude und Genugtuung. Den Posten als Magister im Orden sei er als Chance, die Gesetze noch umfassender durchzusetzen und dabei noch mehr Freude zu verspüren. Eine beim Pergament gefundene Nachricht, die Zwinge erregt wieder Aufmerksamkeit, geschätztes Pergament. Sein Übereifer wird zu nichts Gutem führen. Wenn du das nächste Mal in Neofor-Vikshir bist, solltest du mit ihm reden, klar und deutlich. Okay. Ich weiß, Neofor-Vik
Genau, das war hier dieser... Genau, wir haben hier noch nicht gewürfelt. Wir haben auch noch nicht das gemacht. Genau, das war die Kiste. Oder die Truhe, die diese drei Schlösser hat. Ja, ich werde zeitnah dahin zurückreisen. Jetzt sind wir aber erstmal hier. Oh, bei dem Süden sind wir denn hier. Hier haben wir auch ein bisschen was zu machen. Hier ist noch eine Kiste, die hole ich mir. Dann hole ich mir den Aussichtspunkt. Damit wir dann hier auch Zugriff haben und hierhin schnell reisen können. So. Keine Feinde hier. Nur streunende Hunde. Ach, da ist er. So. Dann lass uns mal eben ganz kurz den Aussichtspunkt holen. Kürzester Weg ist da durch, da wo alle sind natürlich. Gucken wir mal, ob wir hier außen rum gehen können. Sieht aber gut aus. Dann noch ein Schatz, das machen wir aber jetzt nicht. Müssen wir gleich mal, jetzt müssen wir mal querfeld einlaufen. Ihr macht das gut. Mal weitermachen. Oh, tut mir leid. Wollte ich nicht verschrecken. So, einmal da. Oh, 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 oh. Die sind nicht ganz helle, glaube ich. Kriegen das nicht so mit. So. Sehr schön. Gehen wir runter. So, jetzt lass uns mal eben gucken. Erstmal eben die Fertigkeit vergeben. Ich habe 3 Punkte, habe ich gerade gesehen. Gehen hier unten hin. Ah, genau, das wollten wir haben. Jo. Stimmt ja. So, okay. Karte. So, wir haben jetzt hier den Punkt. Das müssen wir jetzt erstmal nicht machen. Sondern wir wollen ja Richtung Hauptstory. Wir müssen ja hier unten hin. Das heißt, unser nächster Punkt ist das. Und auf dem Weg dahin nehmen wir diese Kiste hier mit. Ein guter Plan. Ja, ich werde einmal hier raus. Da hinten muss ich hin. Ja, wir reiten einmal außen rum. Das geht schnell. Also kommen wir direkt zu dem Rätsel jetzt. Ah, du musst warten. Achtung, gute Frau. Ach, das ist jetzt hier wieder, wo du permanent springen musst. Komm, Pferd, spring doch rüber. Was ist denn dein Problem? Na, dann gehen wir halt hier rum. Okay. Ach, so. Weiter.
Okay, das ist für Pferde ein beschissener Weg hier. Kann ich mal richtig Fahrt aufnehmen hier? Ach, Pferd. Warum kann... Nee, ich check's nicht. Warum kann das Pferd denn jetzt nicht hier rüber springen? Zapft? Ach, herrje. Ich hab's versucht, aber nein. So. Dann gucken wir mal eben hier. Die Kiste. Eine verschlossene Tür wahrscheinlich. Ja. Warum auch nicht? Da kommen wir rein. Da? Nee, kommen wir nicht. Da müssen wir irgendwie durch ein Fenster auf die Tür schießen, was aber auch nicht so funktioniert. Da komme ich nicht durch. Weil ich kann hier jetzt von hier aus auch nicht schießen, ne? Ah, warte mal. Weiß wie. Warum stehe ich umsonst hier? So, essen müssen wir nicht. Da ist er. So, dann Richtung Aussichtspunkt. Da bist du. Und wir nehmen jetzt mal den richtigen Weg. Amtunschir, das ist noch zu stark für uns. Also hier möchte ich mich nicht auf irgendwelche Spirenzges einlassen. Hier fliehen wir, weil das ein bisschen hart. Ich bin auch nicht hier, um irgendwelche Questsets zu machen. Ah, ist das ein Lager? Nee, oder? Nee, Schwein gehabt. Aber der hat mich nicht gesehen, ne? Sehen wir auf diesen Baum kommen. Auf diesen hier. Weil dieser Baum bringt mir irgendwie nichts. Ist aber noch ein Ast im Weg. Okay, das bringt nichts. Irgendwo muss ich hier reinkommen. Was siehst du? So, die Tür ist verschlossen. Komme ich irgendwie 24 Meter? Aber ich komme unterirdisch da rein.
Echt jetzt? Hallo? Spange. Okay. Okay, alles klar. Mal hier Fackel anmachen. Plündern. Plündern. Tragen? Nein, plündern. Auch nicht. Tragen. Warum sollte ich das tragen wollen? So. Jawohl, da sind wir. Hallo. So, dann gucken wir uns hier mal um, ob irgendwas noch ist. Na gut, wir holen uns erstmal den Aussichtspunkt. Das ist der blödeste Spot, den ich jetzt hier haben kann, glaube ich. Oder? Ach, wo hänge ich denn? Ah, je. So. Die nehmen wir. So. Gut. Da ist der Bär. Oh, guck mal, das ist viel zu stark für uns. Wohl von hier oben könnte ich den bestimmt killen. Er hat einfach die Pfeile im Kopf stecken. Na, das gut sein. Herr Bär. Okay. So, da habe ich meine Pfeile wieder. Dafür töten wir hier so einen Kackvogel. Das brauchen wir bestimmt auch für irgendwas. Ein Reiherschnabel bestimmt. Reiherschnabel kannst du immer gebrauchen. So, da ist eine Kiste. Aber das machen wir, wenn wir die in der Stärke sind. Oder wenn wir eine bessere Stärke haben. So, reisen wir nur dahin, holen uns den Aussichtspunkt. Das Ding ist, diese ganzen Reichtümer und sowas alles, die liegen ja in Festungen oder in Gebieten, wo Feinde sind. So, und wenn die halt alle stärker sind als wir, bringt das nichts. Deswegen brauchen wir ja gar nichts weiter sammeln, falls irgendein Rätsel auch was ist, was für diese Stärke ist, weil wir irgendjemanden killen müssen oder so, macht das auch nicht viel Sinn. Deswegen erstmal nur die Aussichtspunkte holen. Damit wir, wenn es soweit ist. Oh. Die Wölfe werden jetzt nämlich auch zu stark für uns sein. Kannst du fest von ausgehen. So ein großes Gebiet hier. Da brauchst du schon die Aussichtspunkte, um da zwischendurch hin und her zu reisen. Okay, da kommt ein Rätsel. Schönes Gebiet hier. Schnuckelig aus. So. Am Tunschir. Oh. So lange sind wir auch noch nicht geritten, dass wir einmal komplett die Ausdauer vom Pferd runter hatten.
nach der Klippe aus da hinten. Zumindest ein hoher Berg. Feinde hier nicht, ne? Nein. Auch kein Bär diesmal. So. Ja, willst du da hoch? Okay. Sie will. Gut, Freunde. Dann machen wir jetzt den... Oh, hier ist einer. Machen wir jetzt den Aussichtspunkt und danach gehen wir hier in die Stadt des Glaubens. Ah, schön freigeschaltet hier den Weg. Aber guck mal, wie viel wir noch zu entdecken haben. Oh je, wie viel Rätsel, Artefakte und was einmal. Da müssen wir mal ein paar Folgen machen, glaube ich, zwischendurch, wo wir viel sammeln. Ich glaube, das bleibt nicht aus. Ach, das sind das sind die, die wir schon kennen. Okay, also wie gesagt, morgen kümmern wir uns dann hier um den Greve von Winchester. Und ja, mit allem drum und dran, was da neu ist. Ich will noch nicht, also ich werde nicht alles direkt machen. Ich werde hier die Mission annehmen, wir gucken, was da los ist. Dann will ich auch definitiv nochmal hier oben hin. Ja, dass wir würfeln, dass wir hier die Kiste machen, den Tattoo-Dingens. Das werden wir wahrscheinlich erst machen können, wenn wir das hier, die Außendinger alle machen. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns am Morgen. Macht's gut.